What's up und herzlich willkommen aus der Talent Base, heute mit Timo, dem Gründer von Talent. Erstmal vielen Dank Hallo. für die Einladung. Ich bin sehr happy hier zu sein und bin sehr gespannt, was du so zu erzählen hast. Wir werden jetzt gleich erstmal darauf eingehen, was es überhaupt für eine Marke ist und wieso die Gründungsgeschichte ist. Und dann gehen wir weiter darauf ein, was überhaupt die Mission ist in Deutschland und Basketball generell. Also ich glaube, heute wird sehr interessant. Also wir direkt mal loslegen, ganz entspannt mit der Geschichte von Talent. Was ist überhaupt Talent und wie kam es dazu, dass du jetzt heute hier bist und diesen Store hast? Das müssen wir, im Podcast müssen wir drei Teile aufnehmen, wenn ich es komplett erzählen soll. Ich Ja. versuche es mal, mich kurz zu fassen. Also ich habe Talem gegründet, schon 2014, wenn ich das immer so erzähle, schon derbe lange her. Und so richtig gestartet bin ich dann 2015. Damals war es aber noch eine Cap-Brand. Da ging es rein um Headwear. Da hieß es auch Talem Caps damals noch. War ein bisschen mehr auf Hamburg bezogen, ein bisschen norddeutsch. Hatte aber immer schon den Wunsch, irgendwie mit meiner Marke was auszudrücken. Deswegen auch Talem, also Tell Them. Abgeleitet davon. Und ja, hat sich dann weiterentwickelt über die Jahre bis 2020. Da habe ich dann gesagt, so warte mal, nochmal wirklich drüber nachgedacht, wo will ich hin mit der Marke? Bisschen größeren Impact haben. Ich bin sehr Basketball verliebt, seitdem ich Kind bin. Habe meine Frau beim Basketball kennengelernt. Er hatte meine beste Zeit mit meinen Jungs damals auf den Streetball Courts. Und ja, habe dann gesagt, okay, warte mal, lass doch eine Brand gründen, die über den Sport, weil Sport auch für mich immer eine unfassbar wichtige Rolle im Leben spielt, das vermittelt, was ich gerne anderen Leuten mitteilen möchte im Leben. Und das habe ich dann über Talem versucht so aufzuziehen. Ja, und mittlerweile über ein, zwei Büros, Offices sind wir jetzt hier in der Talem Base bei Lüneburg. Sieht natürlich schon sehr big aus, ist immer noch ein Hustle alles. Aber ja, ich versuche einfach in der Streetwear-Szene mit in der Nische Basketball Fuß zu fassen mit der Brand. Bis jetzt, glaube ich, schon ganz gut deine Mission vorangebracht. Auch bei uns jetzt bei den Followern, wir haben eine Abstimmung gemacht. Wer kennt von euch Talem? Da haben 50% Ja gesagt, was ja schon eigentlich eine relativ hohe Quote ist, würde ich sagen. Wir sind hier Richtig, natürlich ja. nicht bei Nike oder Adidas, aber trotzdem hat an der Stelle schon mal Respekt für das, was du bis jetzt schon so erreicht hast. Was ist so der, wenn du jetzt sagen könntest, okay, das ist dein Plan, so dein Traumplan, wo Talem irgendwann mal sein soll? Gibt es da irgendwas? Auf jeden Fall, ja. Also ich möchte ja, wie gesagt, mit der Brand, ich möchte, habe ich dir auch im Vorgespräch gesagt, ich möchte nicht nur sagen, hier ist ein T-Shirt, kauf das, hier ist ein Hoodie, kauf das, sondern ich möchte so ein Lebensgefühl übertragen. Ich möchte Leute inspirieren, Leute motivieren, an sich zu glauben, immer weiterzumachen, weil das mich ausmacht, so als Typen. Und da wäre es für mich zum Beispiel ein Traum, einfach in Zukunft auch mit Profibasketballern zusammenzuarbeiten, dass man jungen Leuten, älteren Leuten, wie auch immer, auch durch das Tragen der Bekleidung, durch die Events, die wir mit Telle machen, dass wir denen so ein Telle-Lebensgefühl mitgeben. Ich habe erwähnt, wir hatten Justus Hollatz hier in Lüneburg, haben 80, 90 Kids bei so einem Camp begeistert. Jedes Kind konnte mal einen Pass von Justus Hollatz bekommen, einen Korbleger danach machen. Ich glaube, da haben wir wirklich auch Leute oder Kids geprägt. Und sowas würde ich gerne noch ausbauen, dass man das wirklich noch auch auf Telem-Basketball-Camps ausbaut. Mit T-Shirts zusammen, mit ja, so Lifetime-Experiences, das wäre cool. Ich denke auch, dass das der beste Weg ist, um einfach auch an die Leute ranzukommen. Jetzt in der heutigen Welt von Social Media, natürlich ist es da auch geil, man kann schnell viele Leute erreichen, aber am Ende so in echt, so mit denen zu reden und denen wirklich das auch das so an den Mann zu bringen, ist, Ja, glaube ich, echt, absolut. ist die beste Taktik, sage ich jetzt mal. Ich denke mal, dass jetzt auch für dich dann auch ein krasser Effekt dann war, jetzt bei den Towers daran beteiligt zu sein, weil das ja auch jetzt wirklich was ist, wo du direkt auch deine, ja, Ideen an den Mann gebracht hast, oder? Ja. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, Timo ist auch am Merchandising von den Veolia Hamburg. Towers Hamburg beteiligt. Also ich bin hauptverantwortlich, Hauptverantwortlich alleinig sogar. hauptverantwortlich. Ja. Und das ist auch echt eine Ehre, das machen zu dürfen. Ich bin sehr gut mit den beiden Geschäftsführern, bin auch mit Talem, damals noch Talem Caps, 2016 bin ich Partner geworden bei den Towers. Ganz kleines Projekt, zweite Bundesliga Pro A. Keiner hat hier Basketball auf dem Schirm gehabt, was ja auch meine Mission ist, Basketball bekannter zu machen, sexy zu machen, so in Deutschland, ne? Das hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Na, seitdem bin ich dabei, seitdem bin ich in der Towers Family sozusagen mit drin. Und jetzt bin ich in der zweiten Saison, also die haben mich vor zwei Saisons gefragt: Hey Timo, uns gefällt gut, was du mit Telle machst, hast du nicht Lust, unser Merchandise zu übernehmen? Ja. Und genau, da bin ich jetzt seit zwei Saisons dran, kann. Ich finde, Basketball hat seinen Ursprung natürlich in dieser Basketballkultur, im Hip-Hop. Fashion spielt immer eine Rolle. Dementsprechend sollte für mich das Merch auch sein. Dementsprechend sollten für mich die Designs aussehen, die Fits der Klamotten. Und ich finde, Basketball ist in Deutschland teilweise noch so ein bisschen ja, so Handball-Volleyball-lastig, sage ich mal, so sehr deutsch. So. Und ich finde, wir können ein bisschen mehr in diese amerikanischen Roots rein, wo der Basketball herkommt. Ja.
Und das versuche ich mit Telem, aber natürlich auch mit dem Merch der Towers umzusetzen. Und das kommt bisher sehr, sehr, sehr gut an. Das finde ich auch richtig geil, weil ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt auch in unterschiedlichen Hallen waren, jetzt auch in Hamburg, genau, das ist das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, einfach das Branding. So, dass man läuft da rein und man checkt direkt, okay, hier, das ähnelt schon viel mehr der NBA als alles andere. Brooklyn Nets, glaube ich, genau, so als, ne? Genau, schon, also ich hatte so Ähnlichkeiten auf jeden Fall halt allein dadurch, dass alles halt sehr halt schwarz gehalten ist, aber dann auch dieses Hellblau fand ich halt sehr cool mit halt Hamburg, ne, auch so ein bisschen, ich denke mal, das war wahrscheinlich auch mit die Idee dahinter, das Wasser, ne? Das Wasser, Blau, genau, hat schon finde ich halt übel geil und vor allem auch, ich bin genau derselben Meinung, ich finde halt, das war auch für mich ein Grund, warum ich in Deutschland Basketball nie verfolgt habe, weil ich das Gefühl hatte, das ist halt wirklich, wie du sagst, so Handball, Volleyball-lastig irgendwie, das kommt einem eher so vor wie so eine halt, ja, ich meine, es ist eine Randsportart hier, aber es ist halt auch, es hat auch den Stil von einer Randsportart und um sowas halt wirklich zu pushen, da reicht nicht nur, dass der Basketball an sich besser wird, da muss halt wirklich Ja. Da gehört alles dazu, ja. Auch die Plattform, die Basketball überträgt, du musst die Möglichkeit haben, Videomaterial zu nutzen, ne? Ihr müsst die Möglichkeit haben, auch Spielszenen zu filmen, um sie rauszutragen, das war ja unter dem vorherigen Anbieter verboten. Ja. So, das spielt alles so eine Rolle. Alle müssen anpacken, alle müssen Basketball cooler machen. Ne? Ja. Auch ihr spielt eine Riesenrolle jetzt mit eurem neuen Content, um auch eine junge Zielgruppe zu erreichen, weil der Basketball, der in Deutschland gespielt wird, der ist heftig, der ist teilweise richtig gut. Ja, Das überrascht einige. Extrem. Und dem sollte man auf jeden Fall mal eine Chance geben. Ja. Und wenn alle mitspielen, vom Merch über den Anbieter, der das überträgt, bis hin zu den Hallen, die auch cool gestaltet werden sollten und nicht nur aussehen wie eine Gymnasiumhalle oder so, ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Gibt auch ein, zwei Hallen in Deutschland noch in der ersten Liga, wo man sagt, ja. Aber ja, Step by Step, glaube ich, entwickelt sich das in die richtige Richtung. In Gießen haben wir das jetzt auch mitbekommen, die wollen zum Beispiel eigentlich eine neue Halle, aber die Stadt lässt sie nicht die Halle bauen. Politisch und wenn sie jetzt aufsteigen würden, dann müssten sie, ich glaube, ein Jahr könnten sie in der Halle bleiben und dann müssten sie nach Wetzlar Die oder so. Bedingungen sind... Das Ja, ist halt es auch ist das Ding, schwierig. ne? Das ist halt ein Riesenprojekt, aber ich meine, durch die WM, ich meine, wir haben es ja alle mitbekommen, hat sich ja schon einiges geändert. Ich meine, ich merke das auf jeden Fall selbst. Also jetzt auch, wir sind jetzt auch noch relativ neu mit unserem Account, aber es hat sich allein auch schon ab der WM einiges geändert. Es sind viel mehr Leute halt vor allem auch aus Deutschland, vor allem auch jüngere Leute auf uns zugekommen. Und ich glaube, das ist halt auch ein Riesending. Wenn ich jetzt in Deutschland in Hallen gehe, der Altersdurchschnitt ist eigentlich sogar relativ hoch, habe ich das Gefühl. So no disrespect natürlich, aber halt auch Rentner, die dann halt wirklich da hocken und sich das angucken, was ja auch nice ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt wirklich, also ich merke das auch bei meiner Freundesgruppe, ich komme ja eigentlich so eher aus dem Dorf und da ist es halt Basketball überhaupt nicht. Ich glaube, in der Stadt ist es schon nochmal ein bisschen besser geworden, aber man muss halt wirklich die jungen Leute irgendwie incentivieren und ich glaube halt wirklich so eine Fashion-Brand ist halt auch sowas, was dazugehört. Ich hoffe, ne? Ich hoffe. Ja, safe. Also ich bin nicht 100% der Meinung. Also deswegen auch die Kollabos, die wir machen. Ja. Ne? Angefangen mit Justus Hollatz damals bis jetzt hin über die Kollabo mit dem DBB, die für mich persönlich das allergrößte war. Dann anschließend mit Andi Obst Kontakt aufgenommen, sogar auf der Meisterfeier in Frankfurt die Cap getragen hat. So, das sind alles Dinge, wo ich hoffe, dass Basketball cooler wird in Deutschland, auch eine Zielgruppe, die Zielgruppe trifft, die für die Zukunft von Basketball zuständig ist. Ne? Das sind einfach jetzt die jungen Leute. Ja. Und das ist mein großer Wunsch, den Basketball darüber auch ein bisschen attraktiver und bekannter zu machen. Du hast ja auch mit Andi Obst, hast du jetzt schon angesprochen, da gab es ja auch schon ein Collab-Shirt, sage ich jetzt mal. Ja. Ist ansonsten irgendwas in die Richtung, das kam jetzt auch als Frage aus der Community, noch irgendwas geplant oder hast du da schon was du vielleicht ankündigen kannst oder zumindest teasern kannst? Ja, es ist ein bisschen schwierig in gewissen Themen. Sagen wir es mal so, ich würde sehr, sehr gerne was für Olympia machen, was den DBB angeht. Ja, das ist schon mal sehr gut. Genau diese spezifische Frage kam auch für Olympia. Wir werden auch bei Olympia sein. Ich weiß nicht, gehst du zufällig auch selbst gucken oder hast du es geplant? Wenn alles klappt und mein Wunsch in Erfüllung geht, dann kann es sein, dass ich vor Ort bin. Ja. Okay, das klingt gut. Ja, wir gehen zweimal sogar Deutschland gucken und wir waren jetzt auch verwundert, die Tickets hat man sogar relativ easy bekommen, aber wir waren nämlich total gestresst, wir waren so, wir müssen das direkt bestellen, sobald die online sind, haben die dann sogar auf Risk einfach ein Ticket geholt für ein Spiel, wo wir nicht mal wussten, wer spielen wird und das wurde ein Deutschland-Spiel, zufälligerweise. Ich habe jetzt auch gedacht, dass die Tickets sold out sind. Inzwischen vielleicht schon, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber es waren schon noch zwei Wochen, wo sie noch nicht sold out waren, selbst für USA auch. Also ich weiß, gehst du auch zufällig? Weißt du noch nicht genau, aber ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Ja, okay, sehr geil. Was ich auch noch ganz interessant finde, du hast ja schon gesagt, so Streetwear und Basketball ist ja durch die USA halt auch connected. Würdest du sagen, dass
irgendwie auch zusammengehört und dass das auch in Deutschland so ein Ding sein sollte, dass das sich wirklich auch so etabliert und dass es sonst was fehlt, so nach dem Motto? Aus meiner Sicht ein Muss, weil du kannst die Roots, die Wurzeln vom Basketball, die sind da so, ne? Ja. Und die sind auch gut so und die sind wunderbar und das ist einfach die Zeit von damals, besonders in New York geprägt, so Rucker Park und so, solche ja, Sachen. Ja, da, ja. Das waren Zeiten, so da And One. Ich das auch noch. Ist meine Zeit, wo ich so auch aufgewachsen bin. Ja. Und wo man noch nicht Basketball gucken konnte. Ich musste, glaube ich, mir einen Arm ausreißen, um Basketball live zu gucken. Ne? Ja. Irgendwann gab es Sport 1 US oder sonst was. Es war wahnsinnig schwierig. Stimmt eigentlich. Das Größte war damals auch noch so auf Konsole zu zocken, NBA Street. Kennst du das Spiel? Ja. Du musst googeln oder gib mal bei YouTube NBA Street ein. Oh, das war ein Vibe, die Musik, die Kultur. Und das ist einfach für mich, da kommt der Basketball her. Ja. Und das muss man auch in Deutschland mal anerkennen und mal akzeptieren. Und dann muss man sagen, okay, auf diesen Roots bauen wir auf. Ja. Da muss das Merch drauf aufbauen, da muss der Vibe in der Halle drauf aufbauen. Da gehört so viel dazu. Da gehören coole Courtside-Plätze, die so ein bisschen, ne, wo Leute sagen, ey, ich will mir das gönnen. So, ne? Die spielen alle Dinge eine Rolle. Auch die Politik, wie du es gesagt hast, die zum Beispiel Gießen Steine in den Weg legt. Das ist, glaube ich, in jeder deutschen Stadt so. Safe. Außer München, die jetzt den SAP-Garden sich dahin hauen, aus anderen Gründen. So, oder weil die da viel mehr Power haben. Aber jede Stadt sollte irgendwie zumindest nicht den Basketball blockieren in Deutschland, sondern versuchen zu pushen. Es wird noch dauern. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir gerade so eine Bewegung starten. Ja. Jeder auf seinem Kanal, sage ich mal, in seiner Nische, dass wir Basketball hoffentlich in 5 bis 10 Jahren ein Stück weit nach vorne gebracht haben. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass viele immer so ein bisschen kritisch gegenüber dem Ganzen sind. Oh, das ist wieder was aus den USA. Was halt so bescheuert ist, weil im Endeffekt, nur weil es aus den USA ist, heißt es ja nicht, dass es irgendwie schlecht ist. Ne? Nee, aber das ist halt auch sowas, wo ich mir so denke, ach, lasst es doch einfach zu und freut euch vor allem, weil im Endeffekt, das hat ja positive Auswirkungen auf alle. Wenn die Hallen werden dann größer, das Erlebnis wird besser. Im Endeffekt zum Beispiel auch, I don't know, Halftime-Entertainment und so Sachen wird jetzt auch immer ein bisschen besser. Jetzt in Oldenburg zum Beispiel fand ich das auch richtig gut. Also da war ich auch so positiv überrascht. Das hat schon echt stark an die NBA erinnert. Das Cheerleading war richtig krass und so. Wo ich dann auch gesagt habe, okay, das ist für mich auch ein Faktor, warum ich da jetzt zum Beispiel noch mal öfter hingehen würde. Ja. So. Oldenburg sehr auch. Ja, also Oldenburg hat mir echt richtig gut gefallen, muss ich sagen. Und ja, da gehört halt alles dazu und auch vor allem Offenheit, was halt in Deutschland immer so ein Ding ist. Ne? Ja, man will immer so alles auch ein bisschen so, alles da so bleiben, wie es ist, aber ich finde es geil, dass du so den Mut hast, da einfach so zu sagen, wir durchbrechen das jetzt mal. Und ich denke mal, wir sind auch ein Part davon. Ja. Und, man muss ja auch nicht kopieren. Ne? Man muss ja auch nicht die Angst haben, die USA kopieren zu wollen. Aber es sind halt die Roots vom Basketball. Daran sollte man anknüpfen. Und kann Europa, oder jetzt sagen wir mal Deutschland, auch irgendwie seinen eigenen Weg finden und trotzdem die Roots respektieren. Ja. So, guck dir jetzt noch andere Länder an. Griechenland, Türkei, Serbien oder ne, wie Basketball da abgeht, die haben sich auch noch mal ein Stück weit anders definiert, woran die Amis sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen orientieren. Ne? Wo sie sagen, okay, wir sind viel mehr Show. Du hattest mich auch gefragt, wo ich den Unterschied sehe im Basketball. So Amerika ist für mich mittlerweile schon fast zu viel Show, zu viel Weichspüler, zu viel, ja, ich weiß, es ist nicht mehr greifbar. So, und in Deutschland ist es mehr fanbezogen im Prinzip. Ja. Auch noch ein bisschen von der Fankultur haben wir gesagt, eher so ein bisschen Handball, Klatschpappen-Vibe so. Ja. Aber es geht mehr in Richtung Fans und so ein Mittelding wäre, glaube ich, genau das Richtige. Ne? Und ich bin mir sicher, die Amis gucken sich ab, was wir hier in Deutschland oder in Europa auch machen. Ne? Ja, safe. Also im Endeffekt ist das ja eh so ein Riesending gerade, dass viele Leute sich darüber beschweren, dass die NBA halt viel zu kommerziell geworden ist. Ja. Wenn man vor allem vergleicht, in Deutschland ist ja das Geld bei jedem Team knapp, Da merkt man ja auch. Ja. Und in den USA haben sie gefühlt fast schon zu viel und wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Also ich muss auch persönlich sagen, ich liebe halt hier dieses Authentische noch ein bisschen. So jeder Verein hat halt auch so ein bisschen dann mal finanzielle Probleme. Das macht es auch irgendwie, gibt dem auch noch irgendwie Charakter. Und die Spieler kämpfen halt wirklich für ihr Team und fürs Überleben vom Team mit Aufstieg, Abstieg in der NBA. Ja. Sind halt die Franchises so, ne? Sind safe. Müssen sich so ein Turnier überlegen, jetzt so ein In-Season-Tournament, genau so, um irgendwie Spannung zu erzeugen. Ah, ja, du hattest auch mich gefragt, ob ich die NBA verfolge. Früher viel, viel mehr. So, jetzt liegt es ein bisschen daran, dass ich Vater bin, nachts nicht mehr oder morgens fit sein muss, dass ich hier mit Tellem sehr, sehr viel zu tun habe. Aber ich sag mal, es würde immer einen Weg geben, die NBA noch intensiver zu verfolgen für mich. Ja. Aber ich muss sagen, dass es immer mehr den Reiz verliert aktuell. So, ne? Ja. Ich wünsche mir auch dieses Competitive, dieses
so Rivalitäten, so Cavaliers, Warriors, das war heftig, ne? Also diese Zeit 16, 17, 18, 19, 20, da drumherum, das war geil. Oder auch Spieler, die sich mal so ein bisschen haten, ne? So LeBron mit Dirk Nowitzki damals, die Championship, ja, wo sie ihn nachgemacht hat oder veräppelt haben, dass er Husten hat, ein bisschen krank war. So. Das sind Videos, die gucken wir uns heute noch an. Ja. So, wann gab es irgendwie mal sowas? Scoot Henderson, der einen Schuhvertrag kriegt, ohne was gemacht zu haben. Ja. Ich finde, man muss zurück dahin, dass sie sich ein bisschen was verdienen müssen, dass es ein bisschen realer ist, ein bisschen authentischer, auch mal wieder ein bisschen anecken. Referees spielen eine Rolle, dass alles so soft ist. Du darfst nicht mal mehr so ein bisschen Emotionen zeigen. Das finde ich echt schlimm, um ehrlich zu sein. Wenn man allein so an so James Harden denkt oder so. Ne? Also ich habe mir jetzt im Letzten auch nochmal, ich glaube gestern oder sowas, irgendwas, wo er wirklich so beim Wurf dann einfach nur so seinen Kopf nach hinten geknickt hat, damit es aussieht wie ein Foul. Und ich dachte mir so, Junge, das ist halt wirklich dann einfach nur noch Schauspiel. Und das verdirbt einem dann irgendwie auch den Sport so ein bisschen. Und dann ich meine, steht man dafür dann noch nachts auf oder geht man halt wirklich dann einfach in Deutschland gucken und geht da zu guten Zeiten? Ich war auch das erste Mal, als ich mit dem anderen Daniel, als wir in Trier waren, da war das Spiel dann halt um 20 Uhr an einem Samstag und wir waren halt so, das ist ja so geil, ne? Wir gehen hier jetzt hin und danach ist noch, keine Ahnung, ist Wochenende und man hat noch entspannt, kann ausschlafen. Ja. Es gibt ja auch wirklich Vorteile beim deutschen Basketball gegenüber der NBA sogar in vieler Hinsicht. Ja. Guter Punkt, um den deutschen Basketball auch mal eine Chance zu geben. Ne? Ja, natürlich hüpft da kein LeBron James rum oder so, aber wir haben auch ein paar Amerikaner, die richtig was drauf haben. Das stimmt. Auch Athletik. Ja. Also ich meine, Braunschweig war jetzt zum Beispiel, wo ich gucken war, die haben auch ein richtig athletisches Team, da war eigentlich wirklich die ganze Zeit auch gedankt. Da kommt man auch auf seine Kosten. Ja. Bayern, so. München mittlerweile, wenn da Serge Ibaka rumläuft, der ist ja nicht da, um seine Karriere irgendwie ausklingen zu lassen. Ich habe mit Andi viel auch über ihn gesprochen, Andi Obst. Ja. Und er meinte, Andi Obst meinte, ich habe noch nie so einen vernarrten Typen gesehen, wie er auf seinen Körper achtet, sich vorbereitet, Preparation. Dann siehst du den Ibaka vor dir stehen und denkst dir, Wahnsinn, ne? Und du hast auch solche Athleten. Ja. Ne? Musst du halt nur mal in die Halle gehen und dir das angucken. Ja. Also geht in die Hallen, wirklich. Wenn ihr das guckt und noch nicht deutschen Basketball gucken wart, dann spätestens jetzt, holt euch einfach ein Ticket. Es gibt auch überall in Deutschland Teams und supportet deutschen Basketball, supportet alles, was dazu gehört, unter anderem eben auch Tellem an der Stelle. Natürlich. Sehr gerne. Gehört auch dazu, damit supportet ihr das ganze Projekt und wenn wir gerade schon von der Community reden, würde ich auch noch ein paar Fragen jetzt auch direkt raushauen, die uns gestellt wurden. Als erstmal noch spezifisch auf die Shirts, sind auch farbige Tellem-Shirts nochmal mehr geplant oder wie sieht es da generell aus? Die Historie hat gezeigt, dass die Leute auch auf oder cleane Farben stehen, nicht so sehr bunte, laute Farben. Ja. Ich wünschte, ich könnte einfach manchmal noch eine größere Vielfalt anbieten. Aber es ist halt Tellem auch eine kleine Brand, auch wenn es nach außen sehr, sehr groß aussieht, möchte ich auch nochmal betonen. Überwiegend bis letztes Jahr habe ich es fast alleine gemacht mit meiner Frau zusammen als Mediengestalterin. So, und dann musst du halt gucken, welche Farben, welche Sachen kann ich bringen, komm an, ohne so viel Risiko zu gehen und irgendwie ein rot, blaues und grünes Shirt liegen zu haben, was sich nicht verkauft. Ja. Dann bist du ganz schnell als kleine Brand, kommst du in Schwierigkeiten. Deswegen, sind auch Farben geplant, auch die neue Sommerkollektion wird einen coolen lila Ton mit dabei haben, kann ich schon mal droppen. Ja, okay. Auch die Mesh-Shorts, die kommen, ich sag euch, die Tellem Mesh-Shorts. Genauso wie dem deutschen Basketball, gibt den Tellem Mesh-Shorts eine Chance. Es werden die besten sein, die ihr je in der Hand hattet. Da werden viele Farben kommen, kann ich auch schon mal teasern, habe ich noch nirgendwo erzählt. Es geht auch in Richtung NBA-Basketball-Vibe bei einigen Farben, also lasst euch überraschen. Okay. Das wird richtig heftig. Und ja, also Farben sind auf jeden Fall ein Thema. Ich denke mal, im Endeffekt geht es wahrscheinlich auch darum, ich denke mal, dieser schwarz-weiße Look, der gehört ja auch zu Tellem, das ist ja auch euer Branding so, dem muss man dann auch treu bleiben, aber ich meine, so ein paar bunte Akzente gibt es ja auch immer. Wir haben ich fahre immer so die bei den Drops, einmal haben wir eine Basic-Linie von der Farbe, das ist einfach clean, das Tellem-Logo in der Mitte, wie es schon immer war, und dann habe ich immer noch auch, entweder sind es so Single-Piece-Drops, die limitiert sind, das ist dann ein Produkt, was ein Design hat oder auch eine komplette Kollektion. Die sind also immer limitiert, die Sachen mit den Motiven drauf. Wir haben viel mit Smileys auch am Start und das ist der große Punkt bei Tellem. Tell them, ich möchte Messages rausbringen. Ja. Wir haben ein schwarzes Shirt hier, der MVP, den ich dir eben gezeigt habe. Ja. Da steht drauf, never let them take your smile. So, wie oft hat jemand versucht, mir mein Lächeln zu nehmen, wenn es um Tellem geht? Ah, du schaffst das eh nicht. Ja, ja. Wie oft habt ihr schon gehört, warum fahrt ihr wahrscheinlich in die Hallen? Guckt sich das jemand an? So, ey, never let them take your smile. So, das ist die Message, die ich rausbringen will, was ihr fühlen sollt, was auch immer ihr vorhabt, ne, in eurem Leben, ne, ob es irgendwie ein Ziel ist, wo keiner dran glaubt.
das ist die Message, die euch begleiten soll. Und diese Motive sind auch immer ein bisschen bunter, ein bisschen größer im Vergleich zu den Clean Basics. Ne? Also das ist auch eine Message, die ich auch 100% supporte. Ich meine, wir haben es auch selbst gemerkt jetzt hier mit dem ganzen Projekt, was wir jetzt hier rangetrieben haben. Wir haben auch einfach nur einen Podcast gestartet und ohne irgendwie große Gedanken, wohin das führen könnte, aber beide natürlich schon immer so geträumt, also Sportkommentatoren werden früher so, das war so der cool, Traum von uns als, als jetzt, sag ich jetzt mal, Kids oder so an der, in der Oberstufe so. Und dann haben wir das aber komplett, haben uns komplett verlaufen und haben gesagt, ja, lass mal wenigstens so einen Podcast zusammen machen. Und jetzt, ich meine, was machen wir jetzt? Wir machen eigentlich im Prinzip den Job von einem Journalist in irgendeiner Art und Weise, natürlich über Social Media, aber einfach nur, weil wir halt wirklich das gemacht haben, worauf wir Bock hatten und einfach dranbleiben so. Und meine Freunde sind auch zum Teil, haben gar keine Ahnung, was ich da mache oder was abgeht und sind dann manchmal so, ey, warum fährst du jetzt wirklich noch nach Oldenburg? Du bist doch eh schon, keine Ahnung, warum bin ich jetzt hierher gefahren? Weil es mich halt interessiert, weil ich das Gefühl habe, ich kann hier was Gutes bewirken, es macht mir auch Spaß, es ist geil und das sollte man dranbleiben. Immer. Genau, das ist das, was ich auch predige mit Tellem. Wichtige Message. Dass sich dieser Weg auch lohnt. Und alle, die groß sind, alle, die es irgendwie geschafft haben, sind genau an den Punkten, an denen du bist oder ihr seid und wir mit Tellem sind, ne, dieses bisschen verrückt sein, weiterzumachen, bisschen verrückt sein, zu träumen. Jeder, der es geschafft hat, war an diesem Punkt. Und 9 von 10 haben nicht weitergemacht. Und wenn du einer von den 10 bist, dann schaffst du das. Halt, ja, ne? Das passt jetzt eigentlich die nächste Frage sogar richtig gut dazu. Woher der Mut, bei so einer großen Streetwear-Szene mittlerweile noch mitzumischen? Heutzutage ist natürlich sehr, in Anführungszeichen, einfach im Vergleich zu früher eine eigene Fashion-Marke aufzubauen. Der Mut, den holst du einfach aus deiner Leidenschaft, gehe ich mal davon aus. Absolut, oder? Also, ja. Man muss auch dazu sagen, ne, habe ich auch eingangs schon gesagt, ich bin da schon ein bisschen länger im Game. True. 2015 mit den Caps gestartet. Jetzt 2020 das Rebranding mit Tellem, mit dem neuen Logo. So, ich bin schon ein paar Jahre dabei und ziehe durch. Ich sehe das natürlich auch, wie viele aktuell eine Streetwear-Brand gründen. Es ist einfach immer meine Affinität für Fashion gewesen, die eine Rolle spielt. Es ist meine Liebe zum Basketball und es ist meine Überzeugung, meine Purpose, Menschen, Leute positiv zu beeinflussen. Das kann ich hiermit einfach alles vereinen. Und ich glaube, der größte Punkt ist bei Streetwear-Brands, ist, dass sie keine Purpose haben. Ich habe eine Purpose, auch wenn es ein harter, tougher Weg ist, weil ich nicht irgendwelche billigen Rohlinge bedrucke, sondern mir wirklich auch diesen Fashion-Gedanken. Ich möchte gute, hochqualitative Shirts machen, die in 10 Jahren noch in den Kleiderschränken sind. So. Ja. Auch wenn es der schwierige Weg ist, ich glaube daran. Und das ist einfach meine Überzeugung, in diesem vielleicht überfluteten Streetwear-Markt auch weiter Gas zu geben. Weil ich glaube, ich habe im Vergleich zu vielen anderen eine reale Purpose so und ein Ziel und ich weiß, dass ich das damit schaffen werde. Was ich jetzt noch ganz interessant fände, auch persönlich, du hast ja eben schon End One angesprochen. Ich habe die Doku auf Netflix vor einem halben Jahr oder so geguckt. Die kamen ja über diese Videotapes, die sie gedreht haben und haben auch immer, die ursprünglichen T-Shirts von End One waren ja so Trash-Talk. Trash-Talk, ne? Und ich meine, du hast ja jetzt auch zwar kein Trash-Talk, aber du hast halt auch immer eine Message. Ja. Kam da auch die Inspiration so ein bisschen daher? Oder einfach nur so, ja, fandst du cool, ist dann vielleicht irgendwie... Es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, so dieser Gedanke, auch über den Basketball, diese Messages, ne? Das vereint einen ja irgendwie. Ne? Ich meine, wenn du in einem Team spielst, dann glaubt jeder an dieses, sollte im Idealfall jeder an dieses motivierende, inspirierende Glauben, so dieses eine Einheit schaffen, so das möchte ich auch mit Tellem. Ich sage auch oft in meinen Stories, spreche ich euch alle, die ihr die folgt, als Teammates an. So, wir sind Teammates, wir sind ein Team. So, ne? Und das ist schon mein Gedanke auch gewesen, oder hat mich sicherlich irgendwie beeinflusst, jetzt nicht so gesagt habe, dass ich N1 hat es so und so gemacht. Ich muss es genau so, es ist so im Hinterkopf aus meiner Jugend, sicherlich hat das eine Rolle gespielt, Kleidung mit Basketball zu connecten. Okay, sehr geil. Und du hast ja eben schon so ein bisschen angeteasert, gibt es auch die Idee, das irgendwie mal irgendwann international auszuweiten, heißt auch irgendwie vielleicht mit NBA-Spielern sogar zusammenzuarbeiten? Auf jeden Fall, definitiv. Ich bin, kann ich ja auch hier gerne schon mal droppen, ich kann keine Namen nennen, das müsst ihr bitte verstehen, aber ich bin auf jeden Fall in Kontakt mit mindestens 2 NBA-Spielern. Okay, krass. Einer wird vielleicht ein NBA-Spieler, wo wir auch was wirklich zusammen machen wollen. Das ist natürlich auch ein kleiner Traum, da was zu machen, weil es international wird, weil es ein bisschen größer wird. Ich weiß auch, dass ich jeden Schritt mit Bedacht machen muss. Ne? Ich kann jetzt nicht, ich möchte ja auch abliefern können. So. Und die Bestellungen, so wie sie jetzt sind, mit dem Kundensupport, mit der Qualität,
dass in jeder Bestellung mit Liebe gepackt wird, dass da ein Schlüsselanhänger mit bei ist, Sticker und so weiter. So, das muss man auch handeln können. Wenn zu viele Bestellungen reinkommen, würde der Service drunter leiden. So. Also ich mag es, gesund zu wachsen, gucke Step by Step, aber so eine Sache mit einem NBA-Spieler wäre schon cool und ist auch nicht unrealistisch. Und wir haben auch jetzt schon Bestellungen aus Amerika, aus ganz Europa. Das kommt immer mal vor, dass da auch Leute bei Instagram was sehen und sagen, ey, crazy. Gönn ich mir, ja. Ja, sehr nice, sehr nice. Also ich habe auch viele Freunde in den USA, weil ich mein Auslandssemester da gemacht habe. Cool. Ich habe mir jetzt gerade auch schon gedacht, so wenn die das nächste Mal in Deutschland sind oder generell, muss ich denen auf jeden Fall mal... Sehr gerne, muss ich denen mal Link schicken oder was auch immer. Ich denke, das wird genauso gut auch in den USA ankommen und bin gespannt, wie weit das noch geht. Also, schauen wir mal, ich bin auch gespannt. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Sehr interessanter Talk und auf jeden Fall an alle da draußen. Wir packen auf den Link natürlich in die Bio, auch die Socials und so weiter. Checkt das alles aus. Supportet den deutschen Basketball. Wir haben es jetzt mehrmals schon gesagt. Ja. Es ist wirklich wichtig, dass wir da alle irgendwie dran teilhaben und dann wird das immer größer und haben wir alle mehr Spaß dran. Also dran glauben, auch wenn es vielleicht verrückt klingt. Ne? Lasst uns da zusammen Gas geben, ihr in den Stadien. Supporten von euch zum Beispiel, von Talent. Es gehört alles dazu. Zusammen, glaube ich, können wir da richtig, richtig was bewirken. Es dauert vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Jahre, aber dann können wir zurückgucken und sagen, hey, wir haben Gas gegeben damals und es hat sich alles gelohnt. Vielen Dank, mich gefreut.